begleitet mich ins Downtown Disney. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, ich betrete das erste Mal Disney-Gelände. Und zwar laufen wir jetzt in Richtung Downtown Disney. Da ist Sam. Hallo. Ja, die ist ja schon seit Samstag hier, die kennt ja schon alles. Für mich ist alles neu. Übrigens, it's exciting though. Ja. I'm excited for you. Also Sam nochmal versteht Deutsch. I do apologize. I don't want to make you feel uncomfortable with my really terrible German. Also, wir unterhalten uns auch in Englisch, aber sie versteht alles, was ich sage. Das ist ja schon mal ganz gut. So, also ich möchte auf jeden Fall ins World of Disney und du wolltest nochmal ins California Adventure, I think so. Um einen Snack zu probieren. Das heißt, wir werden uns gleich wieder aufteilen. But I want to see your moment in, well, moment. In Disney, in Downtown Disney first. Yeah. Before I... Let's see. So here are all the buses. Yeah, I don't somewhere. Know what the buses. To be fair, you say I know everything. I don't, because I don't know what these buses do. But you have do. Been here like a yeah, couple of years ago. Yeah, but I don't know what ago. These buses do. Like I don't. They're not for me. Oh, I've never used them. I thought you're a Disney expert. No, not with like. I actually was wondering today. I don't know if they're for cast members or what. I don't know. Also, ich drehe euch mal um, damit ihr mal seht, wo wir hier langlaufen. Ist noch nicht so spektakulär. Aber ich höre schon die Musik. From Soarin'. Yes. Should we cry? No, no. Maybe I cry tomorrow. Let's I'm see. I'm so excited you're here. I'm very hyper. Yeah. Last few days I've just been like, oh, I'm so hard tired. And I will be tired tomorrow as well. But right now I'm just like, yeah. Video of my mobile. Mickey Bank. I need a picture on it. Yeah. No, not today. No, of course, in the daytime. And when I'm pretty again. I'm barely taking many photos because obviously it's just me and I'm just taking selfies and sometimes ridiculous. So we can take many photos when you want. When I'm pretty again. You always are pretty, darling. Oh, my beautiful housemate. Ja, ich, kurze Geschichte zur Uberfahrt. Sam hat eben. Sam hat eben einfach im Auto gefragt, ja, wo kommt ihr her? Und ich so, ja, aus der Schweiz. Und sie so, ja, wir sind Roommates. Wir haben eine WG. Also, da, Disney California Adventure. And the Disneyland Park. Oh. So nah sind die beieinander. Ah, at least I have goosebumps. Hab ein bisschen Gänsehaut. Yeah. It'll be different tomorrow morning when you actually enter. Ja, morgen ist es viel schöner. But the Pixar decoration is still there. They've not taken it down. Ja, das Pixar Fest ist leider am 4. August vorbei gewesen. Do you have experience? How was it? I liked it. I wish I had more days. I mean, I didn't really get to do everything in one day, but I tried. Und da ist Downtown? Yes. Okay. Downtown Disney ist im Prinzip das Village, wie bei uns in Paris. For me it's my favorite of all the versions of this. Disney Springs ist zu groß. It's too big. Yeah. It's too big. It's, und Disney Village ist not yeah. noch nicht schön. Exactly. It will eventually become better. What is here? Some people. So it's like, do you see these little, like they used to have in Disneyland Paris on the ground? Okay. You can have your name. You can buy it. Yeah. They don't do it in Disneyland Paris. I love the vibe of this downtown Disney a lot. The monorail. Ja, entschuldige, ich werde sehr viel Englisch-Deutsch reden. I'm so sorry. I will stop in den. Nein, nein, ist gut. Okay. Ich muss den ja, muss no, die no, ja nur vorwarnen. Well. I'm just excited you're here. Me too. Okay. And I'm not tired yet. You probably are, but you don't realize it because you're excited. Yeah. Because I can't imagine only having half an hour sleep. What time is it in Switzerland right now? How 9 hours. Is it the next day already? Yes, it's 5 a.m. Normally, so you've been up about 24 hours, almost. Yeah, I got up at 6:30. Yeah. It's like, so I'm gonna leave me. I'm gonna be with you for a little bit, and then I'm gonna mobile order the thing I want to get, so I don't have to mobile order. Okay. It's so good, isn't it? So World of Disney. Yeah. First thing you see, which is great. Ja, World of Disney gibt's hier auch, wie bei uns im Village oder auch im Orlando. In Shanghai hatten wir auch World of Disney.
Und Earl of Sandwich gibt es ja auch, habe ich gehört, ist viel besser als wie bei uns in Paris. Yeah. Haben ja viele auf Instagram. Ich weiß noch nicht. Ich habe noch gar keinen Hunger. Can you smell like a lot of food? Yeah. Sweets and a lot of sugar and you just smell a lot in their world of the, I'm not hungry yet. Also gehen wir uns mal das Merchandise anschauen. Du warst schon hier, oder? Mm-hmm. Wie viel willst du kaufen? Alles. Quite a few things. Without a discount, because they won't give me one. Hello. Hi. Hey, I know you. I've watched you. Oh, well, thank you. Nice to meet you. What's your name? Nick? Nate. Sam. Lovely to meet you. Nice to meet you. Yeah. See, that Disneyland shows again has a similar vibe to the weekend mini thing. Where somebody told me it's like concentrated camp, so I can't do it. This one? No, this one. This one. They ruined it for me. Now anything I see that's like blue with stripes. Das ist die Kollektion, da habe ich die Ohren schon. Die habe ich. I saw that. You were wearing it the other day in one of your videos. Yes. How did you get things before going? Followers. Yeah, you have amazing followers. I want to buy this. I haven't bought it yet. They're really nice. I have them with me. Battery, for, right? Yes. You have to put battery in them, is it? Yeah, I want to buy a dress at D23, you know, the castle, and wear it from on Monday with this one. How much are they? Charles, did your follower buy it for free for you or did you pay them? No, I paid them, of course. How much was it? Yeah, like $40. Yeah. I really want them. I've like there's so many ears that I don't end up buying the ears, which I still match. I'll wear this, but yeah. I do want Sam them. Hat die Kappe auf und sie hat sie sogar personalisieren lassen für $10 mehr. Der Loungefly ist auch schön, aber ich trage ja keine Loungeflies. Ja, wie gesagt, die Ohren habe ich, hat mir eine liebe Followerin mitgebracht. Crocs gibt es ja hier ganz viele in den USA. You don't do Crocs? Neither do I. I hate them. I can wear them at home, okay. But not in the park. Yeah, I don't even own one. Eine Regenjacke. Oh. I like this jersey. I wish the one on the right. Yes, the left one. The left one. Oh, that one I have, but not with the hood. I got it from Disney World. Yeah, I saw it in your video, and I liked this one. Is that an actual spirit jersey? I don't know. It feels like a spirit jersey, but it may be a little bit different, right? Yeah. It's nice, though. Yeah, it's nice. Also, das gefällt mir ganz gut. Kostet $70. The problem is you have to add like $3 to everything. Ah ja, genau, Taxes kommt. So sad. Taxes kommt auch noch da drauf. Hier gibt es auch noch den Loungefly. Finde ich auch eine schöne Kollektion. Ein Kinder, also hier gibt es auch für Kinder immer ganz viele Spirit Jerseys. Gibt's ja, in Paris gab es mal ein paar, aber ich glaube aktuell nicht mehr. Aber hier gibt es auch ganz viele Spirit Jerseys für Kinder. Und der Soundtrack von Nightmare Before Christmas. Yeah, I don't like it. Oh yeah, that's a good. Oh yeah, I do know this song actually. Yeah. Hier haben wir die Disneyland Sachen. So ähnlich haben wir ja in Paris ja auch, ne? Mhm. Yeah, they're nice. Dann gibt's hier die noch in Weiß. Tanktops. Sind halt so klassisch. Das gefällt mir, das T-Shirt. Die Ohren habe ich ja auch. Die trage ich. Passt ein Loungefly dazu. Ich habe hier noch ein paar Kindersachen. Die Minnie Maus Kollektion. Die Jeansjacke ist ja mega süß. Ja, hier so ein paar Kindersachen. That hat is nice. The hat, yeah. Yeah, they have lots of nice hats. Partnerlook für jung und alt. Oh. Yeah, very cute.
Und das T-Shirt hier ist auch noch. That jacket is nice as well. Mm-hmm. That jacket. Yeah. Is it a raincoat? Yeah, it feels like it should be a raincoat. But it's thicker than the one from Disneyland Paris. Yeah, for sure. Makes more sense. Yeah. These are quite nice. Star Wars? Oh. Oh. Can you show the back, please? Hello? Can you show the back from the Spirit jersey? Thank you. Ah, die Flaschen haben wir auch in Paris. Sonst gibt es ja noch Star Wars, aber das skippen wir jetzt mal, sonst kommen wir hier nie durch den Shop. Sehr süß. Ja, Baby Yoda Sachen gibt's hier. Ist auch noch so crispy Dinger. Baby Yoda Leuchtohren. They are lighting up. With Baby with Grogu. Oh. Very cute. That is cute. I've just done my mobile order anyway. Okay. It's in half an hour, so I have a bit of time. Why is it only for kids? I know, it's not like Tokyo or Shanghai. Shanghai has a lot actually. I need my Lotso glasses tomorrow. Tomorrow, right? Oh, yes. You need to remind me to give them to you before I forget. 2024 Kollektion gab es ja auch in Paris. Oh, Churros Ohren. They look very tasty. They do, actually. Hier ist die Snack-Kollektion und hier ist das passende T-Shirt zu meinem Hut. Hier ist eine Bauchtasche. Hier ist der Spirit-Jersey. Eine Kinderkollektion. Hier gibt es noch die Donuts-Kollektion. Hier diese, die bei uns im Sale war. Hier gibt es hier ein Ice Cream-Jersey. You know that the collection there was in sale for 70% in Paris. Yeah, yeah. And also the white collection we had in Paris. Oh, yeah. It was also in sale now. Oh, we're coming to Halloween. Oh, yeah. Once I've seen you, this bit, I'm gonna go. It's powerful, right? That's even the way they design things. Yeah. So, it's
dieser Rock. Das müssen wir für Erwachsene geben. I need that skirt. But it's for kids. Oh, is it not for adults at all? That I can see you wear, actually. Yes. Yeah. But we need a hat. Where are those hats? The hat, the cap, the... Yeah. Should we get them now or later? How much is it? 30. Glow in the dark. I like it because sometimes I do wear my hat cap like this sometimes. Yeah. And it even has something here, so it's nice. Goes away. It's nice. I don't. No, I don't like them. I don't either. I think I will be pretty good with the Halloween merch. But they have something with villains over there, right? Pardon? They have something with villains over there. Yeah. That's cool, the black one. Yeah. We do have. Yeah, that one is cool. And glows in the dark as well. Everything likes to glow in the dark. Cool to you, that's funny. That's cool. So, like hands and ears. Turn. It seems quite popular. I don't know. Yeah. I don't think I will get it. No, but I don't either. It's fun, but it's yeah, it's fun. It's some also characters you don't see often. Exactly. Hier gibt es noch die Pixar-Sachen. Pixar-Fest vorbei, aber das Merchandise gibt es noch. Nope, sleep. Awesome.
kommen wir zu Pins. Rucksäcke und Hüte. Ja, da bin ich ja dabei, ne, bei Hüten. Hier die Nightmare Before Christmas Kollektion. Die Ohren sind wohl sehr beliebt. Ich habe jetzt nur keinen Preis gefunden. Ansonsten. Ist ja auch super viel mit Nightmare Before Christmas. Also, es sind auch noch wohl weiß. Spirit Jerseys kommen jetzt aber, glaube ich, auch bei uns online. Im Disney Store. Und die habe ich mir schon mal gesichert. Sieht auch sehr witzig aus. Ich kann heute jetzt nicht so viel auf Preise eingehen. Vielleicht ein andermal, aber. Ich gucke gerade, ob ich hier einen Preis finde. Die sind eigentlich auch ganz süß. Aber, Moment. Ich finde hier bei den Ohren keinen Preis. Keine Ahnung. Ah, doch, da. $45 plus Tax. So Ornamente und hier gibt es so einen richtig coolen Blazer mit Fliege. Ist auch richtig cool. Kostet zum Beispiel $70. T-Shirt-Motive gibt es natürlich auch super viele. Ihr seht jetzt mal ein paar. Was oben da noch ein IR. Star Wars. Das ist eigentlich auch ganz cool, aber wie gesagt, ich bin kein Fan von grauen T-Shirts. Wenn man zwei kauft, kostet eins $25, ansonsten 30. Ja, ich guck mal. Also aktuell, das ist auch sehr süß, muss ich sagen. Das ist aber auch, glaube ich, für Kinder. Diese ganzen Kinder-T-Shirts.
cool. Weiter, das finde ich schön, das Blaue mit Gold eigentlich. Ja, also wenn dann glaube ich, das Blaue werden. Ist auch noch ganz süß. Socken gibt es ja auch ganz viele. Ich muss wahrscheinlich Musik drunter legen, weil hier im Hintergrund Nightmare Before Christmas läuft. Und ich weiß, dass das Lied nicht erlaubt ist. Anima T-Shirts. Das ist das Blaue. Also das finde ich mega schön. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das sieht so ein bisschen washed vintage aus, auch ganz hübsch. Ja, aber ich glaube, das Blaue mit Walt werde ich, glaube ich, mitnehmen. Also nicht heute, aber irgendwann mal. Sam hat mich kurz verlassen und ich schaue mich jetzt mal hier noch weiter um im Downtown. Was ich hier so, also ich habe eigentlich gar keinen Hunger, wirklich gar keinen Hunger. Hier gibt es Churros. Hier gibt es, glaube ich, Hot Dogs, genau. Hier gibt es Wetzelpretzel. Wie gesagt, ich habe gar keinen Hunger. Hier ist aber so ein schöner Brunnen. Mal durchgehen. Also wie gesagt, ich laufe jetzt mal hier durch. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch mehr Disney-Merchandise-Shops gibt oder auch World of Disney jetzt der einzige ist. Ich weiß, dass es noch einen Lego-Shop gibt. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Eine Toilette müsste ich vielleicht auch suchen. Hier werden so Comic-Zeichnungen von euch gemacht. Den nochmal einen Eingang von World of Disney. Da mache ich gerade mal noch ein Foto fürs Thumbnail. Also hier sehr schön dekoriert. Hier seht ihr auch mal das Halloween-Merch im Display. Also die Maleficent-Kappe ist auch mega cool, wenn man sie hier auf der Puppe getragen sieht. Hier habt ihr das ganze Halloween-Merch. Wie gesagt, so eine Kürbiskappe wollte ich vor 2 Jahren schon. Die war dann aber ausverkauft. Und von letztem Jahr fand ich nicht so geil. Und ja, dieses Jahr habe ich mir sie jetzt mal mitgenommen. Vor Halloween. Also hier gibt es das Merch. Die Halloween-Season fängt hier aber erst am 23. August an. So, da gibt es einen Starbucks. Rina meinte, es gibt irgendwo so riesen Mozzarella-Sticks. Vielleicht würde ich sowas nehmen. Irgendwie was Kleines, weil ich habe wirklich eigentlich gar keinen Hunger. Fireworks, glaube ich. Ist auch interessant, mein Wecker für die Arbeit klingelt. Ich dachte, was vibriert denn da mein Handy? Man hört es auf jeden Fall. Da sieht man es. 21.30 Uhr. Ja. Das schauen wir uns morgen an. Aber das, da ist dann das Schloss schon. Da gucken wir uns morgen genauer an. Gibt es Curl Surf? Keine Ahnung, was da gibt. Haben noch nie gehört. Gibt so normale Kleidung anscheinend. Dann gibt es hier natürlich Pandora. Wie überall. Dann haben wir hier Jumba. Sephora. Wir haben Naples Restaurante und Bar, Pizzeria, Wonderground Gallery, Salt and Straw, das habt ihr mir auch empfohlen. Salt and Straw. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin ja aktuell in meiner Schlafphase, laut meinem Biorhythmus. Und hier gibt es Bilder, Galerie. Da habe ich eigentlich gar keinen Hunger. Handmade Ice Cream. Mehr Ice Cream will ich jetzt auch nicht. Aber soll gut sein, habe ich gehört. Salt and Straw. Ich werde auch nicht alles testen können, leider. In den Tagen, aber es riecht schon mal hier sehr, sehr gut. Wetzels und Pretzels. Die haben da wahrscheinlich irgendwas mit Brezeln. Ballast Point.
sagt mir jetzt nichts. Crazy Shake, Fries and Drinks, Kraft Burger. Also Restaurants gibt es hier viele. Ich weiß nicht, den Lego-Shop habe ich noch nicht entdeckt. Muss ich noch suchen. Schau nicht weiter hinten. Da ist Disney Home. Da können wir mal reingehen, wo ich für Home-Sachen echt nichts mitnehmen kann. Was haben wir denn noch hier? Black Tape, Crazy Shakes und Burger. Das ist das Disneyland Hotel. Ich sehe es da hinten. Geht zwischen den Büschen. Ja, hier ist Disney Home. Yes, yes. Okay, I've been waiting, but they're kind of close. I know. Yeah. Sorry. Schau mal. Mit diesem Starbucks Tumbler. Gehen wir mal kurz durch. Ist auch schön, aber ich habe davon jetzt schon zwei Stück. Wie viel Tumbler kann man haben? Aber sehr hübsch. Ganz viele Tassen gibt es hier und Snacks, Getränke. Bilderrahmen ist ganz süß. Aber sowas kann ich nicht mitnehmen. Platzdeckchen, auch hübsch. Gibt es Ornamente? Ach, hier diese Aurora, keine Ahnung, Buchhalter. Den Spiegel haben wir auch beim Disneyland Hotel gehabt. Oder haben wir den noch? Sorry. Und hier noch so, ach so, Hochzeitssachen, wenn man heiratet. Gibt es hier so eine Kugel. Das leuchtet wahrscheinlich. Haben wir hier Puzzle. Eine Tasse, noch ein Kissen, so ein Ballonkissen. Ich liebe ja Ballons. Egg and Pancake Mold, also hier so ein für Eier und Pfannkuchen. Backclips, also alle möglichen Küchenaccessoires. Keine Ahnung, was das hier sein soll. Welche Löffel. Ja, aber Küchensachen muss man sagen, haben wir in Paris auch einige, aber jetzt natürlich in anderem Design. Coco, hier haben wir König der Löwen. Ja, also jetzt nichts, was mich jetzt hier direkt vom Hocker haut. Ornamente, ist auch süß. Und die hier sind einfach riesig. Fibrina. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Dress-Shop. Da muss ich jetzt rein. Oh mein Gott. Okay, Hokuspokus. Es sieht richtig cool aus, aber ich mag zum Glück kein Hokuspokus, aber sieht schon mal mega aus. Auch dieser Hoodie hier. Der Cardigan. Mega. Ich brauche diesen Rock. Oh mein Gott. Also. Ja. Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, was er kostet. Hier gibt es aber noch so ein Kleid. Mit so einem Spinn. Ist aber für Paris. Sorry. Ist für Paris ein bisschen dünn. Im Oktober. Sorry. Ich rempe die ganze Zeit hier Leute an. Nightmare Before Christmas Rock. Also dieser Shop. So kann ich bei Nightmare Before Christmas wieder stehen, aber hier gibt es auch noch so ein mega süßes Kleid.
Aber der Rock ist Schmuck. Sieht man nicht so schlecht durch die Scheibe. Das habe ich schon online mal gesehen, das Eats-Kleid. Ist okay, der Loungefly ist ganz süß. Sorry, ich muss zwei Kameras gerade parallel halten. Also das Eats-Kleid, na, ist mir ein bisschen too much und es ist auch sehr schwer. Also der Stoff ist relativ dick. Was haben wir da noch? Das haben wir alles schon gesehen. Hier gibt es Kate, wie heißt sie? Kate Spade Schneewittchen-Kollektion. Die ist ganz hübsch. Hier gibt es noch eine, heißt die Autopia oder was ist das für eine Kollektion? Ich weiß nicht, eine Attraktion, ne, Tomorrowland. Tomorrowland, die haben wir schon im anderen Shop gesehen. Das haben wir auch im anderen Shop gesehen. Wo ist dieser Rock? Hier ist dieser Rock. Was kostet er? Es gibt nur noch M und XL. Da muss ich ihn mitnehmen, 60 Euro. Huch! Gehen mal drüber. Auch relativ dick. Vom Chagall für Paris relativ gut. Gibt es hier noch so ein. Ist auch cool. Also ich mag sowas. Also ich, das würde ich jetzt nicht holen, aber ich finde es sieht schon cool aus. Haunted Mansion haben wir schon gesehen. Hier haben wir noch Tiana. Dooney & Burks. So ein Tanktop. Auch schon gesehen. Was kostet denn hier dieser Cardigan? 60? Es gibt zwei verschiedene, oder? Oder sind das dieselben? Und der andere ist so lang. Sieht cool aus. Ah, da hinten gibt es noch Kleider. Die ist auch cool. Zum Sport. Gefällt mir auch gut. Genau meine Farbe. Den finde ich ja auch cool. Ist auch nicht mehr viele Größen, den Pulli. Glows in the Dark. 65 Euro. Gibt es das hier noch? Oh, sorry. Und Tanja, die Kollektion, die ist sehr teuer. 138 Euro kostet sich das Kleid. Da sind die Minis hier so Mickey, Minnie und Daisy versteckt. Noch ein Shorts und so. Aber den Rock. Muss ich jetzt mal gucken, ob der mir in M passt. Zieh ich mal drüber. Also hier gibt es anscheinend Beignets. Hab den Rock übrigens noch nicht mitgenommen. Ich habe ihn anprobiert, er passt in M. Ich warte aber noch auf Sams Meinung. Ja, da Jazz Kitchen und da hinten Disneyland Hotel. Aber da gehen wir nicht hin. Ist ein Lego Store, habe ich immer noch nicht gefunden. Oder bin ich, oder, ach doch, noch weiter laufen. Richtung Disneyland Hotel. Eieiei. Es zieht sich aber auch ganz schön in die Länge hier. Das, da hinten ist der Lego Store, ich sehe ihn. Ich habe noch nicht entschieden, ob ich jetzt was esse oder nicht. Ich habe wirklich null Hunger. 0,0. Und ich werde den nächsten Tag wahrscheinlich genug essen. Hier gibt es auch Churros nochmal und Corn Dog und Gleits. Sind das Kartoffeln? Hot Chicken. Hier ist auf jeden Fall der Lego Store. Der sieht, glaube ich, tagsüber noch viel cooler aus. Weil da oben ist die Maleficents Drache. Der kämpft gegen den Prinzen und so. Also sieht richtig cool aus, der Shop. Und dann spielt auch jemand Musik. Können wir die Toy Story Figuren auch draußen aus Lego? Oh, ein Beauty and the Beast Figur. Also
Der Shop ist richtig schön. Hat mal die Beauty and the Beast Figur. Oh, so cute. Tagsüber wahrscheinlich noch schöner. Guck mal kurz mal in den Shop rein. Nicht, dass ich was brauche von Lego. Aber es sieht mal mega cool aus hier. Schaut mal. Große Genie an der Decke. Hi. Krass. Jetzt nochmal ohne Menschen. Und sogar Lumière. Und Herr von Unruh da hinten. Mega. Mega süß. Da ist Star Wars Trading Post. Also wahrscheinlich ein Shop für Star Wars. Vermute ich mal. Hier ist gerade Live-Musik. Und da ist das Neue, dieses Din Tai Fung asiatische Restaurant, was mir auch von euch empfohlen wurde. Aber das ist halt ein Sit-Down-Restaurant, wo man sich hinsetzt und was bestellt. Und das mache ich heute Abend nicht, es dauert zu lange. Und wie gesagt, ich habe gar keinen Hunger. Also hier ist ein Star-Wars-Shop noch. Gehen wir jetzt nicht rein. Ich glaube, da geht es zum Disneyland-Hotel. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich war ja noch nie hier. So viele Videos habe ich mir jetzt auch gar nicht angeguckt. Ich laufe einfach vor mich hin, aber da ist das Disneyland Hotel. Da gehen wir auch frühstücken. Die Tage. Das zeige ich euch auch nochmal. Ein bisschen detaillierter. Und da ist dieses Tin Dai Fu, was mir auch von euch empfohlen wurde, weil das neu, also es ist nicht, weil es neu ist, sondern weil es auch sehr gut sein soll. Ja, aber wie gesagt, nicht hinsetzen. Vielleicht ein anderes Mal abends oder so nach D23 mal schauen. Kann ich ja mit Sam mal besprechen. Ja, da glaube ich, geht es auch raus. Da ist das Pixar Hotel, wo wir am Dienstag auf Mittwoch übernachten werden. Da. Und hier ist die Liveband. Und gerade hier. Spielt. Said, what you gonna do? You wanna get out? I said, what you gonna do? You wanna get out? Tell me what you gonna do. You wanna get out? I said, what you gonna do? You wanna get out? Ja, das war's jetzt, glaube ich, in Downtown Disney. Jetzt mal so ein grober Überblick, was es hier so gibt. Wie gesagt, ist auch für mich das erste Mal. Hier, glaube ich, fährt die Monorail weg. Und ja, das war's erstmal. Also World of Disney haben wir uns genau angeschaut. Da ist gerade die Monorail. Fährt sie gleich los. Ich weiß nicht, welche Richtung sie fährt, das ist das Problem. Ja, wie gesagt, das war jetzt ein grober Überblick. Mal gucken, ob ich gleich Sam wieder finde. Weil wenn wir jetzt, glaube ich, wieder zurück ins Hotel fahren, ist es schon 22 Uhr. Und morgen wollen wir zu Rope Drop wieder im Park sein. Jetzt gucken wir mal, ob die Monorail wegfährt. Na, er fährt in die andere Richtung. War ja klar. genau. Also morgen möchten wir um 8 Uhr im Park sein, wenn der Park aufmacht. Und bis 0 Uhr im Park bleiben. Das heißt, ja, morgen wird es einen richtig langen Vlog geben. Vom D23 Day auch noch. Also morgen ist ein spezieller Tag, wo nur D23-Member in den Park dürfen und ein spezielles Programm. Also es gibt so ein paar Highlights, wie Lotso zu treffen, Goofy und Max. Es gibt, glaube ich, eine spezielle Parade und. Also da freue ich mich sehr drauf. Das war der kleine Überblick oder kleine kurze Überblick über Disney Downtown hier in Disneyland Anaheim. Und ja, wir fahren jetzt wieder zurück mit dem Uber zum Hotel. Das sind knapp 6 Minuten, 5 bis 6 Minuten fahren wir. Müssen aber noch 6 Minuten auf dem Uber warten. Und ihr habt mir bei Instagram auch gefragt, dass ich euch zeigen soll, wie das mit dem Uber hier funktioniert. Vielleicht integriere ich das mal in einem anderen Vlog oder so. Genau, das war's. Ich gehe jetzt gleich duschen, ab ins Bett. Wir wollen morgen früh raus, D23 Day. Wir möchten unsere gratis Kappen bekommen.
und einiges geplant. Also schaut auf jeden Fall rein. Wird ein langer Vlog wahrscheinlich, weil wir von morgens 8 bis nachts um 12 Uhr hier sein müssen. Und am nächsten Tag ist dann D23, wo ich um 4 Uhr morgens uns einen Slot fürs Merchandise für die Virtual Queue reservieren muss. Thank you so much. Aber ich schlafe danach weiter. Ja, also wir hören uns dann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bye, bye.